Mein Name ist Bernhard Schätzle, 56 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, ein Enkel. Ich führe hier in Freiburg-Lehen seit 1977 mein Weingut. Ich bin seit 2006 Landtagsabgeordneter für Freiburg-Westteil, inzwischen auch für Schallstadt, Gottenheim, March und Umkirch. Ich bin im Landtag in den Ausschüssen für Umwelt und Petitionen tätig und mache das mit sehr viel Freude und Engagement. Es war für mich eine lohnende Herausforderung, hier am Lehner Bergle diese Weine zu kreieren. Wir haben seit 1971 jetzt Lehner Bergle Weine hier gefüllt. Ich baue die Weine sehr gerne in Gottes Natur und hier in unserem Betrieb. Ich fühle mich da sehr verbunden mit unserer Raumschaft, mit Freiburg und mit der Winzerschaft, die mir nicht sehr fern ist als Winzer und Kellermeister. Wer von der Natur und mit der Natur lebt, der entwickelt auch das entsprechende Wissen um die Vorgänge. Luft, Boden, Klima, das geht auch in der Politik vor. Und in der Umweltpolitik, in Stadt und Land, werde ich mich auch weiterhin einsetzen, dass wir eine optimale Umwelt auch unseren Kindern übergeben können, denn wir haben die Welt nur von unseren Kindern geliehen. Wir sind jetzt hier in meinem Büro im Lehner Rathaus. Ich bin Ortsvorsteher von Lehen seit 2008. Meine politische Tätigkeit begann in Lehen mit der Wahl zum Ortschaftsrat 1989. In der Kommunalwahl 1999 wurde ich in den Gemeinderat der Stadt Freiburg gewählt und bin seither dort als Stadtrat tätig. Das dritte, vierte Gleis der Rheintalbahn. Es hat mich begleitet von Anfang an bis heute und auch weiterhin. Willi Stechele hat vorhin aufgetan, mit welchem großen Interesse und finanziellen Zusagen das Land hier versucht, diesen Ausbau menschengerecht zu ermöglichen. Sehr zum Wohl.